Ja, moin, heute ist wieder Flammenrichten angesagt. Ja, ich habe hier ein großes Zuchtmaul von Rockinger. So gehörte das da dran, das habe ich jetzt abgebaut. Weil hier ist das Problem, der Zapfen hier in der Mitte, der kommt nicht ins Loch. Und der kommt nicht ins Loch, weil die ein bisschen aufgebogen ist. Also die Seite würde ich gerade sagen, ist recht gerade. Ich würde sagen, dass der hier leicht aufgebogen ist. Ja, das ist ein massives, fettes Stahlgussteil. Da fragt man sich mal, wie sowas passieren kann, aber große Maschinen, große Kräfte. Ja, das ist eine, die kommt an Mähdrescher, um das Mäh wegzuziehen. Also eigentlich, ja, die fahren nicht schnell. Ja, mein Kumpel hat das quasi für umsonst bekommen. Ich glaube, zu irgendwas dazu. Und ja, er hat gesagt, ob ich ihn das ausschleifen kann, dass der dann wieder einrastet, weil das Mähwerk ist nicht schwer. Der Mähdrescher fährt nur 20 km/h. Normalerweise, ja, ist bei so einem Gussteil sowas zu machen, Flammen richten, immer so eine Sache. Aber wir probieren das einfach mal, beziehungsweise ich probiere das einfach mal. Wie gesagt, kaputt ist ja schon, also man kann nichts verlieren sozusagen. Und ja, wie machen wir das? Oder wie mache ich das? Ja, vor kurzem habe ich vom Kumpel hier so richtig schöne große Abzieher, Lagerabzieher bekommen. Die wollte eigentlich wegschmeißen, Schrott. Aber ich habe gesagt, auch hier für irgendwie Kunst oder irgendwas kann man die bestimmt nochmal benutzen, aber jetzt brauche ich sie tatsächlich real. Weil ich will das gleich hier drüber spannen, weil beim Erwärmen dehnt sie es aus und geht erstmal nochmal weiter auseinander. Dem will ich gleich entgegenwirken, dass er sich gar nicht so weit auseinander geht. Natürlich zieht er dann auch wieder zusammen, aber vielleicht nur zu dieser Ausgangsposition. Deswegen will ich, dass er sich gar nicht wieder noch mehr ausdehnen kann in die Richtung, dass sich nur das Gefüge erweitert und dass ich dann mit Druckluft ein bisschen puste, dass er sich mehr wieder zusammenzieht. Das ist der Plan. Ja, also man kann, ja, könnte natürlich auch sein, dass es irgendwo ein Haarriss hat jetzt durchs Aufbiegen, weil Stahlguss, ich meine, heutzutage sind die ein bisschen besser, brechen nicht so leicht. Und wie gesagt, sie ist ja in Anführungsstrichen kaputt. Aber er sagt, ich soll das Risiko, wir gehen das Risiko ein. Haften tue ich dafür natürlich nicht. Ja, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, wie gesagt, massives Gussteil. Ich weiß nicht, ob ich da noch mit losfahren würde, aber wenn er da wieder einrastet, was soll da groß passieren? Wie gesagt, Garantie übernehme ich nicht. Ja, derjenige, der das denn hat, muss da, wie gesagt, es sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, richten ist jetzt sozusagen, ist das ja quasi wie so ein U. Und ja, ich muss, weil ich denke, dass der hier gekommen ist, würde ich hier von innen an der dünnsten Stelle, und wenn das nicht reicht, mache ich bei dem auf der Seite auch hier unten an der dünnsten Stelle. Und ja, dass er sich nicht auseinander dehnt, da habe ich jetzt den da drüber gespannt. Ja, ich hätte gerne eine größere Spinne, aber eine größere Düse, aber leider, die ist ein bisschen, das ist eine große habe ich nicht mehr, die ist irgendwie weg, muss ich mir mal eine neue holen. Ja, wie gesagt, den Bolzen habe ich jetzt drin gelassen, dass man den mal gucken kann, aber reinpasst. Ja, wie gesagt, also ich habe den jetzt drin und lose. Das sind gute 3 mm, also der hat hier ein Spiel, sag ich mal. Aber wenn es denn da rein ist, flutscht nicht da rein. So. Und der muss jetzt gute 3, also der Zapfen muss so gute 3 mm weiter runter. Also der muss ordentlich reinkommen. Und ja, schauen wir mal. Ja, jetzt
verbrennt natürlich das ganze Fett. Ich habe das natürlich nicht 100% oder ich habe das nur grob mit der Drahtbürste. Aber das ganze Fett und Öl, was da drin ist, das verbrennt natürlich jetzt. Ist natürlich nicht so gesund. Aber zum Glück ist das Dach hier auch nicht dicht. Das geht alles oben raus. Tür ist auf. Ja, ich würde sagen, um die Hälfte ist es schon gekommen. Ich werde das Spiel jetzt nochmal wiederholen und dann sollte das eigentlich wieder flutschen. Also ist schon wieder im Ansatz hier drin. Die Faser ist eine 3 mm Faser oder 4 mm an den Bolzen. Der schnappt jetzt schon wieder so halbwegs rein. Und der ist jetzt immer noch warm, aber jetzt ist schon unter die Grad, wo er sich nicht mehr, wo nicht mehr viel kommt. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass das so doch was bringt. Also ich hätte gedacht, da passiert nichts, aber es ist halt Stahl, ne? Gewebe, Gefüge, das verändert sich. So, dann mache ich das nochmal und dann hoffentlich funktioniert das. Das ist jetzt kein Abschrecken oder so. Das, also Druckluft ist so das harmloseste Abkühlmittel. Das ist jetzt darüber, also nicht das, oh, jetzt kommen da Verspannungsrisse oder sowas. Also auch wenn man das jetzt mit dem Brenner warm macht, kann man durch die Brille sehen, wenn da Haarrisse irgendwo sehen wären. Würde man das bei einem hellen, glühenden Metall, also hat der noch nicht richtig hell glühen, war ja noch nicht, dass es schmilzt, sag ich mal, so weit war ich ja nicht. Aber das hat ja halt schon eine gute Temperatur und dann kann man an der Rötung, wenn dann Haares wäre, hätte man das gesehen. Wichtig beim Flammenrichten ist halt auch, man erwärmt es da, wo die Beule ist, also da, wo es hoch ist, wo man es runter haben will. An der Seite muss man es erwärmen, also weil er jetzt nach da offen ist, wäre es falsch gewesen, wenn ich den da auch noch warm gemacht hätte. Natürlich wärmt das ganze Teil durch, aber da, wo die meiste Wärme ist, da zieht es später am meisten auch wieder zurück. Wenn man das jetzt mit ein bisschen mithilft, dann geht es noch ein bisschen mehr. Ich habe auch diesmal ein bisschen mehr als vorher, also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt das schon war. Weil die ist auch die dünnere Seite, weil der ist ziemlich massiv und ziemlich dick, das sind locker 3 cm. Ich glaube nicht, dass der sich, also das, so wie es aussah, wenn der auch gerade auf dem Tisch steht, sah das auch so aus, als wenn der aufgebogen ist. Ja, auch wenn es Stahlguss ist, es hat Stahlgefüge und das lässt sich, je nachdem wie man es spannt und erwärmt, halt wieder verformen. Ja, es hat jetzt eine gute 200 Grad, habt ihr ja gesehen. Das lasse ich jetzt in aller Ruhe abkühlen und derzeit mache ich noch was anderes. Und ja, dann baue ich den Trichter alles wieder ran. Und dann könnt ihr mal sehen, wie schön das ist. Oh, ja, ich habe jetzt, eigentlich wollte ich das gar nicht filmen, deswegen habe ich jetzt am Anfang gar nicht gezeigt, wie doll das aus dem Lot waren, aber es waren so ungefähr 4 mm, 3, 4 mm. Also gut daneben, sag ich mal. Und jetzt flutscht da wieder rein. Also hier hat er sowieso ein bisschen Spiel. Aber er geht da halt wieder wunderbar rein. So wie das sein soll. So halb Millimeter bis ein Millimeter Spiel hat er, würde ich sagen. Also da gehe ich davon aus, wenn die angebaut ist, dass er vernünftig wieder runterfällt. Weil das ist ja so ein Selbstschließender, wenn man hinten gegen, den klappt er halt zu, geht natürlich jetzt nicht, weil ich den Mechanismus außer Kraft gesetzt habe. Ja. So, Schraubzwingen und Spannung sind gelöst. Fakt ist, er flutscht wieder rein. Er hat auch wieder Spiel. Also wie gesagt, hier kommt noch so eine Mechanik drauf, die habe ich jetzt nicht. Normal bleibt er irgendwie oben. Hier ist so eine Mitholer, der steht ja so und wenn er dann mit der Kupplung kommt, dann schnallt der runter. So.
Ja, auf der Feder, ich war ein bisschen faul, hier den Stift rauszumachen und das auseinanderzubauen. Die Feder hat jetzt ein bisschen gelitten, aber die Feder wird ja wohl nichts kosten. Wie gesagt, an seinen hat er halt nicht so eine Automatikkupplung und die hat er, wie gesagt, mitgekriegt, weil er hat er irgendwas anderes gekauft. Komm hoch hier. Aber wie gesagt, die kostet, glaube irgendwie neu, soll die irgendwie um die 1000 Euro kosten. Irgendwie kostet alles 1000 Euro. Ich habe letztes Mal Schwager ausgemacht, soll auch 1000 Euro kosten. Diese blöde Buchse hat er jetzt ein bisschen kein Spiel mehr. Ja, blöderweise hat es gerade nicht gepasst, weil die Buchse hier, die hier vorne reinkommt, die war beim Richten, hatte ich die nicht drin. Und mir ist nicht aufgefallen, dass sie ein bisschen deformiert war und Grat hatte. Also hier drin kann man das vielleicht sehen. Hier ist so eine richtig fette Kerbe drin. Oh, hier kann man das so ein bisschen zeigen. Ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt wieder schön den Grat weggemacht, alles ein bisschen entgratet, wieder plan gedreht und halt ein bisschen hingedengelt. Und jetzt sollte das eigentlich passen. Hoffe ich. noch gar nicht ausprobiert. Das passt da nicht mehr rein, oder? Scheiße. So, da sitzt die wieder. Aber wie gesagt, die ist halt für den Trichter hier, weil der wird halt die drin geführt. Einmal wird sie hier unten geführt und einmal oben. Was da auch im Dreck drin ist hier. Ja, nicht so wichtig. Ja, und da fällt's raus. Klumpen Dreck hier. So. Soll das? Ja, wie gesagt, die Feder ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber das ist ein Cent-Artikel, die kann er sich neu kaufen, wobei das geht eigentlich auch noch. So, wie gehört das jetzt? Das ist unfassbar. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall funktioniert sie wieder, wenn er das zusammenbaut und alles wieder ordentlich abfettet. Neue Feder noch ran, das kann er selber machen. Der ist halt auch Landmaschinenmechaniker. Ja, das war wieder ein kleines Richtvideo. Ich hoffe, es hat uns gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.